Kommissar des Meeres eine Reihe von Kriminalfilmen, die auf den Büchern von der Autorin Mari Jungstedt basieren. Gotland is a big inspiration for me in my books, because when I start a book, I always get a picture in my head or a moment in my head, and then I try to combine that with the atmosphere here on Gotland and of course the landscape. It's perfect for murder. The wind-blown fields and the small little trees and the limestone rocks and the long sandy beaches, they are deserted most time of the year. And it's really, really fascinating landscape. Also ich hatte eine Kommissarfigur erfunden, um die Geschichten, die Kriminalfälle und vor allen Dingen die menschlichen Geschichten zu erzählen auf dieser Insel, die sie sehr gut kennt. Wir haben zum Beispiel kaum pathologische Täter. Also Leute, die wahnsinnig sind und deswegen Menschen umbringen oder merkwürdige Sachen machen, sondern die Leute, die diese Verbrechen begehen, die sind in einer tragischen persönlichen Situation, aus der sie nicht mehr alleine herausfinden. In my books, I always have two intentions. I want to really create a very suspenseful story, dramatic story, but also something deeper, something that concerns most people, you know, deeper problems and how, for instance, we are affected by the childhood as adults. And this is one good example with Robert Anders and his son, that his son becomes afraid of the water because his father is afraid of the water. Warum hast du denn Angst vor Wasser? Weiß nicht. Einfach so. Du gehst doch auch nicht schwimmen. Warum nicht? Wir springen bei drei, ja? Du zählst. Als er klein war, bei einem Badeausflug ist seine kleine Schwester ums Leben gekommen im Meer, ist ertrunken. Und der Robert gibt sich die Schuld dafür, die er nicht hatte. Aber das nützt nichts, weil als überlebendes Geschwister, das ist in der Wirklichkeit auch so, ist man schuld. Und der Vater hat es nicht geschafft, ihm die Schuld zu nehmen oder so weit zu kommen, dass er sagt, das sind wir beide. You know, when I'm going to start to write a book, I never have the story. I mean, some authors, they think of the story for 1 year and then they start to write and they have everything in their head. I'm not like that at all. Mostly, my books, they start with that I get a picture in my head. And the first picture I got in my head was this painting, The Dying Dandy. It's called The Dying Dandy. And that is one of the most famous paintings in Sweden. Heute Nacht wurde das Gemälde Der sterbende Dandy von Nils Dadel aus dem Museum Waldemarsudde in Stockholm gestohlen. Dadel gehörte zu den bedeutenden Malern des 20. Jahrhunderts. And very soon I found out that Dardel had designed a garden at a very famous artist place here on Gotland called Muramaris. So I went to the place and I got a sightseeing tour of the house and the garden. And then the person who showed me around, she points at a door and she says, you know, in that room, Dardel spent a lot of time. And I said, well, why? You know, because that's where he painted the famous painting, The Dying Dandy. Sehr viele Künstler waren hier auch und hat hier den sterbenden Dandy gemalt. Der Kunsthändler, der ermordet wird, wo der sterbende Dandy über diese Leiche gestülpt wird, hat es eben auch nicht so genau genommen mit seinen sexuellen Präferenzen. Er wurde erschlagen vor etwa 6 oder 7 Stunden. Also länger ist das bestimmt nicht her. Die Körpertemperatur ist noch nicht vollständig abgekühlt. Die Leichenstarrat gerade ist eingesetzt. The portrait I'm playing is Eva. She's a pathologist, so she has to take care of all these murdered people. And she is very serious. She don't smile too often. Man hat ihn transportiert, als er bereits tot war. Der Täter hat das Bild mit Bedacht gewählt. Das ist Valin, ein flamboyanter, bisexueller Dandy. Warum hätte er dann Valin umbringen sollen? Eifersucht.
Ich kenne das Gefühl, ja, und ich mag es überhaupt nicht. Und es ist für mich nur zu umgehen, indem man sofort spricht. Hallo. Wo warst du? Auf den sieben Meeren. Was? Nein, ich war mit Knut segeln, aber es gab zu viel Gegenwind und wir haben es nicht geschafft, rechtzeitig zurückzukommen. Es gibt mobile Telefone. Ach komm schon, du hast doch gewusst, wo ich war. Ja, da war die Rede davon, einen Schlag segeln gehen und nicht die ganze Nacht auf dem blöden Meer rumkreuzen. Oh, mein Akku war leer. Lene, hast du mit ihm geschlafen? Ja. Ja, vor 20 Jahren. Warum? Und was ist da eigentlich passiert? Es ist auch nicht ganz klar, stimmt das nicht? Welche, sagen wir mal, salopp gesagt, Zickereien sind da am Spiegel? Und was ist wirklich passiert? Und das ist ein schwieriges Unterfangen, das rauszukriegen. Und das ist das Spannende, weil ich glaube, in jedem von uns steckt viel positive Energie und auch sehr viel Dramatisches, was nicht immer zum Ausdruck kommt, zum Glück. Sonst würde viel mehr schiefgehen. Und wir haben es hier in diesem Film, und das gefällt mir eben auch, weil man da sieht, was alles möglich ist mit den Menschen. Und das macht mir Spaß. The evil comes closer somehow, because it's the small idyllic society. But of course I have killed about 20 people now on Gotland. But there are almost 60,000, so I have some more to work on.